Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rage Simulator. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben, mit Hilfe und Jochen. Hallo. Hallo. So, meine Lieben, ich habe was zu verkünden. Es ist was sehr, sehr Trauriges passiert. Ach, hat schon wieder die Waffe. Ich will nichts machen, ich lade nur nach, im Falle eines Bärenangriffes. So, solltet ihr übrigens auch tun. So, es ist was sehr Trauriges passiert. Es hat ein kleines Massaker stattgefunden. Warum? Folgt mir mal. Bitte! Es werden jetzt sehr harte Bilder folgen für euch. Bitte tut mir einen Gefallen. Versucht das irgendwie zu verarbeiten. Okay. Komm bitte damit klar, okay? Ja, aber ich wollte es nicht! Ich wollte das nicht! Für jedes Mal hier drin stehen zu bleiben. Ich wollte das wirklich nicht! Ja, ja, geht doch was hat er denn jetzt? Ja, ekelhaft, deine Emotionen. Okay, es geht wieder. Ah, guck mal, ich habe übrigens das ganze Auto voll mit Materialien gekauft. Geil, ne? Oha. Wofür brauchen wir denn unsere Ranch ist völlig außer Kontrolle geraten. Hier liegt Fleisch, hier auf dem Scheiß. Stimmt's liegen Eier? Die Hühner, die scheißen alles voll, die legen ihre scheiß Eier überall, wo man hinguckt. Und hier sind überall tote Schweine. Oh, nee. Guck dir das doch mal an. Die ganzen Schweine hier sind tot. Die sind alle tot. Und hier. Oh mein Gott. Jochen ist völlig eskaliert, was die Wurstmänner betrifft. Was denn? Die Wurstmänner. Was ist denn das? Die Wurstmänner sind außer Kontrolle geraten. Jochen ist außer Kontrolle. Der holt schon den dritten Topf. Ja, was soll ich machen? Wir müssen Jochen stoppen. Na, aber wenn's schön ist. Guck doch mal, was der macht. Der ist schneller wie jede Wurstfabrik mit 10.000 Mitarbeitern. Ja, aber ist doch gut. Es ist unfassbar. Wir müssen irgendwas unternehmen. Jochen kippt uns noch um. Das wird nichts. Der macht sich fertig hier. Das ist nicht gut. Letzte Nacht hat er neben mir im Bett geschlafen. Aha. Da ging's die ganze Zeit. Oh, Wurstmann, nein. Oh mein Gott, ich hab die Ringelwurst um meinen Hals. Die Ringelwurst, die drückt mir die Luft ab. Nein, Ringelwurst, oh nein, es kommen noch mehr Ringelwürste auf mich zu. Die ganzen Ringelwürste, siehst du die nicht? Oh mein Gott, Brett, hilf mir. Die ganzen Ringelwürste, die wollen mich erwürgen. Und dann hat er noch sowas gesagt wie, mein Gott, Brett, deine Haare. Wie machst du das? Wie verdammt lässt du deine Haare so gut aussehen? Okay, ich glaube, das hat er nicht gesagt. Okay, ich gehe Eier holen. Unglaublich. Dass du auch ein bisschen in den Topf reinmischen kannst, Jochen. Ja, das wäre super. Okay. Die Behälter hier füllen mit der fertigen Ware. Okay, ja, pass auf. Lasst uns mal Serious Business heute machen. Wir müssen richtig krass, wir müssen heute so krass die Zeit nutzen, wie wir es noch nie gemacht haben. Deswegen, lasst uns heute wenig streiten. Auch wenn es die Zuschauer nicht freuen wird. Aha. LOL, ihr kommt mal her, ich hab was ganz Seltenes. Was denn jetzt? Nein, wie geil ist das denn? Was denn? Herpes? Digga, komm mal schnell her, das ist das Easter Egg, da habe ich aber letztens von gelesen. Das ist 0,002% nur, dass das im Spiel passiert. Schwarze Eier! Das sind Ketteln. Oh, die haben da hingeschissen? Ja. Oh, scheiße, okay. Oh nee, ey. Unglaublich. Sorry. Zu fassen, ne? Ja, sorry einfach mal an der Stelle, ne? Woher soll ich denn das wissen? Wusste ich, dass ihr die übelsten Eierprofis seid. Hast du wohl ein Ei es, gibt es gibt aber schwarze Eier. Kennt ihr nicht das tausendjährige Ei? Ja. Ja, doch. Ja, bitte. Und es ist schwarz. Lol, die legen ja sogar die Eimer in den Wassereimer. Also das ist ja wohl der absolute. Warum sitzt das Huhn auf Wassereimer und scheißt ihr Eier da rein? Und dann legt es noch ein Köttel. Alter, wie viele Eier liegen hier? Sag mal, die wollen mich da. Das ist doch nicht normal. Und es wird dunkel. Pass auf, Leute, jetzt mal ohne Witz. Wie ist der Plan? Erstmal das ganze Fleisch einsacken und verkaufen vielleicht eventuell? Ja, pass auf. Dann gehst du mal ein paar Kühe kaufen. Wir müssen wirklich dringend den Hühnerstall fertig bauen, müssen die Hühner wieder unter Kontrolle kriegen, weil wir sind nämlich, die Hühner sind out of control, Leute. Rennen halt wild rum. Ja, klar, aber die machen ja überall hin, die machen ja alles voll. Überall
liegt Scheiße, ich kann das nicht. Ich bin so ein ordnungsliebender Mensch und überall liegt jetzt Hühnerscheiße. Das ist nicht mein Ding. Okay. Und vor meinem Fenster fährt laufende Bagger vorbei. Das regt mich tierisch auf. Warst du schön am Kabel? Die fummeln gerade an der Telefon- und Stromleitung rum. Ich habe das Gefühl, dass ich heute noch sauer werde. Nein. Aber spaßeshalber, jetzt mal ohne Witz. Wir brauchen Holz. Also wir müssen wirklich ein bisschen Holz. Wir brauchen nicht viel Holz, aber dass wir den Zaun fertig bauen könnten für die Hühner, das wäre tatsächlich geil. Und dass wir vielleicht noch so einen Premium-Hühnerstall bauen. Also das wäre so der Magic Plan. Plan. Ja. Also Holz quasi. Gut. Na, Holz für den Zaun. Einfach ein bisschen Holz, dass wir. Du kannst ja mal herkommen, kannst dir selber mal ein Bild machen, um wie viel Holz es sich da handelt. Aber so viel wird sich. Das ist vielleicht eine Fuhre. Nur der Zaun fertig machen, noch ein Tor rein und jalla. Moment, so. Ist jetzt nur die Frage, wo hat man letztens. Ach, geht's wieder darum? So, Jochen! Ja! Die Eier kommen! Super! Okay. Ich hab draußen am Auto schon wieder volle Boxen mit zum Verkaufen, also. Echt? Du hast dir was weggenommen? Sieht man gar nicht. Du willst dir die. Ich hab ganz viel Wurstmann am Schuh, Alter. Du sollst da nicht drüber laufen. Wurstmann Roh ist hier drin? Was? Wurstmann Roh? Ja, Roh nicht. Roh muss hier bleiben. Roh muss hier bleiben? Aber ich glaube, wir müssen auch tatsächlich einfach mal ein bisschen Roh fangen. Oh, warte mal, hier sind die Würste fertig. Ja, moin. Ich hab's gefunden. Ich fange an mit Holz. Du hast gefunden? Ja. Bring mal noch eine leere Box mit rein, Jochen. Dabei. Ich hol die direkt vom Dinger, mach sie wieder voll und stell sie da hin. Kannst du gleich Kühe kaufen gehen, wenn du willst. Ja, bevor wir mit den Kühen anfangen, müssen wir erstmal die zweite Futterstelle fertig bauen, den zweiten Wasserturm fertig bauen. Wir sollten zumindest in den Stall mal in die Range der Futterkrippe, die wir jetzt gleich in die Range die Futterkrippen bauen. Also von diesen Fütterungsdingern da in. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich brauche eine leere Box, Jochen. Ja, ich hol. So, hier stelle ich dir meine volle hin, ja? Warum brauchst du eine leere Box? Na, um die Schränke leer zu machen. So. Oder mach mal die Schränke leer, ich hänge schon mal wieder neu rein. So, da ist das hier Arbeitsteilung. Das ist dann eine klasse Sache. Ich weiß auch nicht, wer diese bescheuerte Idee hatte, eine Schweinezucht aufzumachen, die völlig außer Kontrolle gerät. Keine Ahnung. Aber es leckt nicht mehr so hart, finde ich. Das stimmt. Ja. Wurde aber auch schon einiges verarbeitet, ne? Ja, aber das bisschen. Puh. Eine Menge. Ach, bin fertig, der Mann. Du meinst jetzt also, die 4,5 bis 5 Stunden, die du hier Wurst verarbeitet hast, nonstop, die haben es jetzt rausgerissen, oder was? Ja. Alter, weißt du was? Das ist von einem Fleischer nicht mal ein ganzer Arbeitstag. Echt jetzt? Das muss der jeden Tag leisten, ne? So ein Metzger. Aber da kriegt uns Schichtzuschläge. Brauchen wir eigentlich so viel Metall und Zement? Ja, um diese automatischen Futterbefülldinger fertig zu machen. Ja. Ja, denkt wieder keiner dran, ne? Hauptsache wir holen schon mal Tiere. Wer die füttert, ist ja am Ende des Tages völlig egal. Die können ja verrecken, die Tiere. Kaufen wir die halt nochmal, ist ja kein Problem. Ist ja nur ein olles Nutzvieh, wa? Wenn du das so siehst, also ich finde das nicht okay, wie du es jetzt gerade so redest. Die sind ein wichtiges Gut. Ja, die machen uns reich. Ja. Ja, da geht's hier drum, ne? Scheiß aufs Tier. Wir wollen. Warte, hier, kommt noch mehr. Wir wollen Kohle. Ja, mehr ist nicht. Nur Kohle. So, kriegst du ja noch was rein? Ich habe ja noch Wurstmänner, die fertig sind. Einen kriege ich noch. Ja, hier, die sind fertig, die Wurstmänner. Haben wir noch Boxen draußen? Ja, wir haben noch genug. Ja, ich habe ja auch richtig viel eingekauft in weißer Voraussicht. Ist auch, und das ist sehr, sehr gut. Kannst du gleich den Wagen wieder neu beladen und dann abbauen. Das ist voll. Das ist voll. Das haben wir voll, noch dieses kleine voll. Mobil irgendwo stehen? Wir haben irgendwo noch dieses zweite Auto, ja. Da warst du doch unterwegs, hast du Holz mitgemacht letztens, oder? Ja, aber klar. Du stand jetzt nicht vorne, oder? Ich hab's übersehen. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Na gut, dann muss ich erstmal Holz machen und dann erst mal gucken. Okay. So. Okay, also, Kühe können sich ja Gott sei Dank noch nicht fortpflanzen. Stell dir mal vor, man kann da noch eine Kuhzucht machen.
Nicht schlecht. Oh, das wird völlig außer Kontrolle, dieses Spiel. Dieses Spiel übernimmt meinen gesamten Computer. Ja, mein Computer darf nichts anderes mehr machen, wie alle Berechnungen, die es gibt, für Rentsch durchführen. So, pass auf, die Boxen, die jetzt hier noch leer sind, die machen wir jetzt mit den Sachen voll, würde ich sagen. Mit den rohen Sachen. Echt? Ja, klar. Du willst rohe Wurst verkaufen? Anstatt das hier... Nee. Nee. Anstatt das gleich hier ordentlich draufzustellen. Ohne Witz. Passiert wieder sowas. Ich hab dir sogar Gaskocher mitgebracht. Hier, der ist leer. Wofür brauchen wir denn den Scheiß? Ja, dass du kein Herd brauchst, um dann Milch zu verarbeiten, Käse herzustellen. Ah, er denkt mit. Oh. Also wenn man doch nie sowas benutzt hat, da kann man das nicht wissen, ne? Ja. Hab das doch gesehen, wenn ich früher am Frühstückstisch mit saß, hat er mir deine Mama alles gemacht. Und die hatte genug Stress in der Nacht. Also, dass du da auch nicht mehr, dass du da auch nicht mehr hilfst, ey. Stop. Was ist los? Ja, wolltest du irgendwas sagen, oder was? Nö. Ja, bist du wieder Stummerrest, oder was? Willst du wieder ohne Abendbrot ins Bett? Ja. Du weißt, wer frech ist, kriegt abends kein Joghurt. Das ist richtig. Ich hätte die Boxen noch weiter weggestellt, dass ich am besten gar nicht zu greifen kriege. Hier also, hast du hier noch leere, hast du noch leere Boxen? Nee. Nix hier. Hier habe ich hinter dir gestellt. Genau, danke. So, pass auf. Dann machen wir jetzt Folgendes. Warte mal, sind die Tiere denn versorgt? Ja, die Tiere sind versorgt. Aber warte mal. Ist denn das Pferd versorgt? Hat das Pferd mal einer geritten? Oh, hier liegt ein totes Schwein. Nee, das lebt noch. Das Pferd ist geritten soweit, bräuchte bloß noch ein bisschen Futter. Wasser hat's. Oh, Wasser hat's, aber kein Futter? Aber es ist doch beides. Ach so, weil dieses... Ach, die sind ja beide noch nicht fertig. Ja, moin. Moment, dann baue ich das jetzt mal schnell. Draußen liegen lauter tote Schweine. Ich weiß. Es ist beängstigend. Das ist wirklich beängstigend. Nein, sie müssen sterben. Okay, das erste Futtersilo ist fertig. Wo ist das Auto? Das zweite kommt gleich. Welches Auto? Das kleine. Ich weiß es nicht. Wir sollten uns vielleicht immer auf einen Parkplatz stellen oder so, bevor wir fertig sind. Ja, immer wieder einparken an einen Ort. Oh, das andere ist auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch in den Kuhstall, müssen wir vorne in den Radius quasi. Warte mal, ich fülle mal die Futterkrippe auf. Das schon mal nicht funktioniert. Warum funktioniert es nicht? Hä? Moment. Ah, jetzt. Okay. So, alle Wasser... Achso, warte mal. Okay, perfekt. Futterkrippen sind alle aufgefüllt. Das ist ja super. Toll. Da haben die Pferde... Ah, das Pferd jetzt... Ich hoffe, es ist noch nicht tot. Das Pferd jetzt was zu essen? Ah ja, tatsächlich. Hä, warum nur 10 von einer? Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Okay, aber es hat was zu essen, das ist gut. Das Schwein macht bitte nichts im Pferdestall. Oh Mann, ey. Geht doch weg. Okay. Dann kommst du gleich mit Holz. Das heißt, wir können den Hühnerstall fertig bauen. Den Zaun, ne? Ja, das ist gleich. Ich suche eigentlich immer noch das Auto, aber gut, ich werde jetzt zum Holzflitzen, wärst du hintragen. Aber das Fahrzeug muss doch irgendwo sein. Nicht hier in der Nähe. Weg und geh wie ganz weg. Meinst du, es ist ganz weg? Ja. Der ist nisch. Das ist dunkel. Okay. Das ist Abreiß. Hm? Immer Milch. Was ist mit Milch? Auch Milch. Warum? Warum nicht? Das ist wirklich ein Grund. Brauchst du wirklich Milch? Dann würden wir noch mehr Geld machen, wenn ich da auch noch Milch reinpacke. Das stimmt tatsächlich, da hast du recht. So, warte mal, dann hau ich das mal weg. Und hau das mal weg. Wollen wir den großen Stall hier so stehen lassen? Ich würde sagen, den können wir ja stehen lassen für die Kühe, oder? Ja. Diesen roten Stall, diesen großen roten Stall. Den wir als allererstes gebaut haben, ja. Das passt doch. Der ist ganz gut für die Kühe, würde ich auch sagen.
Okay, dann machen wir hier mal die Futtertröge in die Nähe. Futtertrog, klein, nee. Wassertrog, einmal für die Kuh ein Wassertrog. Und einmal einen Futtertrog. Ach, ich bin so gespannt, wenn das neue Update kommt. Wenn man dann verschiedene Kühe züchten kann. Das ist halt auch geil. Stimmt. Ja. Und dann machen wir hier noch einen Futtertrog hin. Und machen hier noch einen Wasserdruck hin und hoffen, dass das in der Range ist. So. Aber das müsste passen. So, warte mal. Das passt auf jeden Fall. Perfekt. Oh, knappes Ding, aber. Oh, passt genau. Perfekt. Super. Super, ey. Super, klasse Arbeit, Jungs. Oh, dein Zaun ist so gleich fertig. Das, oh ey, das ist so schön, ey. Das ist so top. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass das Auto nirgendwo ist. An irgendeiner Ecke wird es schon wieder stehen. Kann man eigentlich Flutlichter setzen? Nee, war. Nee, leider gibt es keine Lichter. Noch nicht. Das wäre auch noch ganz witzig. Wenn man so Lampen bauen könnte. Vom Vorteil, da war es nicht immer so finster. Immer wie im Finsterwald. Finsterwalde quasi. Finsterwalde. So, also du trägst jetzt noch das Holz hinter, ja? Ja, ja, bin ja schön am Flitzen. Okay. Warum? Wer hat geschossen? Warum machst denn du sowas? Ich habe Schüsse gehört, wer hat denn geschossen? Warum hockst denn du dich hinter dem Baum und schießt? Hey, warum machst du dich? Wir waren hier gerade am Baumrinde abmachen. Warte kurz, warte. Ich wollte gerade Baumrinde abmachen und hab. Warum schießt du? Aber hast du die Schüsse davor auch gehört? Ja, und dich hinterm Baum stehen sehen. Oh. Okay. Ja. Echt? Ja. Sicher, dass ich das war? Ja. Selbe Haare? Ja. Selber Conditioner? Derselbe geruchvolle Conditioner. Das ist ungewöhnlich, weil eigentlich benutzt den sonst keiner. Ja, oh, scheiße. Hier muss noch irgendwo einer sein. Noch ein Brett. Hier muss noch irgendwo einer sein. Sicher? Noch ein Brett. Stellt euch vor, es gibt zwei von mir. Wow! Warum brätst du über die Bretter wieder zurück? Weil hinten nochmal bloß sechs liegen und deswegen dachte ich mir... Wow. So, wir müssen die ganzen Hühner wieder einfangen, Leute. Das nützt nichts. Das ist unsere Aufgabe. So, soll ich mal verkaufen fahren und... Achso, Bretter, bitte in dem zukünftigen Kuhstall die Sachen noch fertig machen. Jawohl. Da habe ich jetzt noch Futterdruck gebaut, weil wenn wir das füllen können, dann können wir da nämlich jetzt auch gleich... Falls du unterwegs ein Auto findest, ne, kannst du Bescheid geben. Aber wo soll denn das sein? Ich weiß es nicht, wo wir es hingestellt haben. Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Anhänger? Das war da dran, das stimmt. War der Anhänger da dran? Ich glaube ja. Wir können sowas nicht mehr machen. Wir können nicht mehr einfach irgendwo hinfahren und die Sachen dann da stehen lassen. Das ist doch scheiße, ist das doch. Ist wohl wahr. Man sucht sich nur Blöde. Okay, ich fahr fix mal zum Shop und guck mal, was dort zu verkaufen gibt. Aber wo haben wir denn mit dem Anhänger? Das verstehe ich ja null. Hm. Gucken, was heute. Achso, es ist erst um 7. Warte mal. Wir haben 20 nach 3. Echt schon? Das Kind aus dem Kindergarten holen, ey. Das Kind. Nee, warte mal, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte den Burgerladen. Weil da gibt es vielleicht ein paar gute Angebote. Soll ich schon mal Schimmelzeug kaufen? Ja, definitiv. Die ganze Schimmelpackung hier für den Käse. Ja, ja, kannst du schon holen. Kann man nicht in den Käse noch was mit reinmachen? War das wirklich nur dieses Schimmelgelumbe? Ja, und wenn du da nichts rein tust und irgendwie rausnimmst, hast du Quark oder ja, so. Ja, Quark, ne? War aber total low-budget-mäßig. Quark gab tatsächlich nicht viel Geld, muss man ehrlich so sagen. Vielleicht ist ja die Nachfrage jetzt größer. Warte mal, was haben wir denn heute im Dings? Schweinefleisch, Käse, Milch. Ja, leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich.
So, dann mache ich jetzt mal Folgendes. Dann baue ich das hier mal schön. Okay. Wollen wir noch schnell die Hühner einfangen, Jungs? Wo sind sie denn? Ja, die stromern ja draußen rum. Die müssen halt jetzt in diesen Käfig rein. Gut, die sitzen immer ruhig da. Muss ja halt rein. Ja, das wäre ganz cool, weil wenn wir die Hühner eingefangen haben. Salah, so, dann fahren wir erstmal Shop und das Zeug ab. Dann können wir nämlich da drin auch noch einen zweiten Hühnerstall bauen, so einen großen. Kann ja, wenn er wollt, kann den ja einer platzieren. Also ich würde halt sagen, wir bauen einfach noch so einen zweiten hinten, oder? Noch so, wie es schon da steht, oder was? Ja, also wir brauchen halt viel mehr Eier, ne? Das ist halt so das Ding. Also Eier haben wir nicht viele. Das ist wohl wahr. So. Noch sind drinne. Der Drecksladen hat auch zu. Meine Fresse, wann machen die? Ach, um 8, ne? Das geht ja noch. Das Wochenende. Es gibt nur einen. Und zwar, das ist Brad. Brad hat die Ranch gekauft und hat seine Freunde eingeladen, mit ihm zu spielen. Oh. Und dann haben wir Schweine miteinander quicky machen lassen. Und dann haben die sich vermehrt. Alles außer Kontrolle geraten. Meinst du? Und jetzt kaufen wir einfach Kühe. So, Verkäuferin. Ich will. Ach, nein, Gespräch beenden. So. Aber jetzt noch ein Huhn. Wo ist denn das dumme Huhn hin? Oh, lol, nur? Hühnchen. Wo bist du? Warte mal, da gucken wir mal, ob wir da vorne beim Dings einen besseren Preis kriegen. Kaufen. Wir brauchen. Was brauchen wir denn? Kühe. Weißschimmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel Geld haben wir? Ach, 7000. Auf Kühe jetzt! Sag, jetzt hör doch auf mit Kühen. Ich muss da auch, die muss ich doch irgendwo transportieren. Wo ist der Anhänger? Ich habe jetzt für 3000 Weißschimmel gekauft. Das war auch gut. Und anderen Schimmel noch. So. Da werde ich euch die Nacht, wenn ihr schlaft, einreiben, dann seid ihr verschlemmert. Ey, kerlhaft. Oh lol, wir sollen das alles aufladen. Oh nee, ey. Kann mir jemand helfen kommen, bitte? Ich hab gerade selber Probleme. Zu dir hinrennen oder was? Nee, mein Spaß. Ich wollte nur wissen, ob ihr es macht. Oh nee, ey. Wer kam denn jetzt auf diese bescheuerte Idee, diese ganzen Schimmelpakete hier zu kaufen? Boah, ne ja. Wieso, warum? Warum sagst du, ich soll so viel Schimmel mitbringen? Warum, ey? Die Hühner sind alle drin. Ey, Füsi? Ja. Oh, nee. Hast du eigentlich, hat dein Chef schon mal so ein Video geguckt hier? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja, warum? Hat er dich da nicht geschimpft nächsten Tag? Warum es hier geht und auf Arbeit nicht? Sorry, Mann, ey. Ich bin gerade so eingefallen. Tut mir leid, aber nicht ernst gemeint. Bist bestimmt ein guter Arbeiter. Ja. Nein! So. Ich glaube tatsächlich, dass du im Ver... die Leute wissen ja, dass du Verkäufer bist, ne? Ja. Genau. Ich glaube, dass du tatsächlich im Verkaufssektor gut aufgehoben bist. Ja, passt soweit. Ich glaube, ich habe keine Probleme mit. Ja, denke ich eben auch. So, das noch und das noch. Wenn du jetzt noch was verkaufen würdest, wäre das richtig... Also, dann wäre das perfekt. Das ist wohl wahr. Okay. Hat jemand einen Verdacht, wo wir das Auto vielleicht stehen haben könnten? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich bin hart am Überlegen, die ganze Zeit schon. Ohne Witz. Ich bin echt hart am Überlegen. Aber ich überlege auch die ganze Zeit, ob der Anhänger da dran war. Ich glaube schon. Ach, das ist ein Mist, den man mit den Ollen kann hier. Fahre ich denn hin? Das Ding hier hat einen Wendekreis wie ein Öltanker, ey. Das ist auch nicht normal. Gar nicht. So. Kennt jemand das Lied von der Titanic? Oh, nee. Sing mal, stimme an. Vielleicht kenne ich es dann. Warte. Mimi. Look, look, weg, Monster. Das ist das Titanic-Lied. Hm. Ah ja. Naja. War nicht gut. War nicht gut. Okay. Gut. Ich habe jetzt mehr erwartet, sag mal so. Also meine Erwartungen wurden nicht übertroffen. Überwartung.
Meine aber Überwartung wurde nicht. Ich hab's gefunden. Du hast gefunden? Okay, wo hast du es gefunden? Ja, genau, vor unserer Ranch. Ja, war mir klar. Wusste ich. Das wusste ich. Ja, warum sagst du nichts? Nee, war ein Spaß. Der Dings, der. Kennt ihr nicht die Leute, die, wenn du was suchst und so, und dann sagen, oh, ich wusste, dass es dort ist? Ja. Wo du dann so sagst, ja, warum hast du es denn nicht gesagt? Wo fahre ich denn nur hin? Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Blindschleiche, ohne Witz. Und ich glaube, die heißt nicht ohne Grund Blindschleiche. Ey, das ist eine absolute Katastrophe hier. Ich. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's einfach nicht. Wieder allein im Wald? Nee, wir brauchen jemanden, der unser Pferd reitet regelmäßig, der unser Pferd hochpowert. Das gibt richtig Kohle. Also es ist schon wieder ein bisschen hochgepowert. Haben wir einen Balken voll schon? Ach, das wird jetzt schon fast voll. Was? Ja, natürlich. Ja, weil der erste voll war, wo ich es gekauft habe. Nein. Okay. Okay, ich bin jetzt da. Wir müssen jetzt alle Boxen entladen und müssten... Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Ich kaufe jetzt den LKW. Ey, geh Hilfe, fahr mich mal runter zum Dings. Wir kaufen jetzt den LKW für die Kühe, um die Kühe zu holen, oder? Warte, Moment, ich komme. So, ich guck mal, ich bin wieder da. Aufladen und vorbringen. So, unserem Vehikule. Oh, lala. Oh, mit Hänger springen ist nicht gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Ja, ja. La, 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 la. Haben wir ein bisschen Holz? Oh, warte mal kurz, bleib mal hier. Bleib mal hier, das ist gut, dass du da bist. Nee, ich hab bloß eine Holzpackung dabei. Ja, warte mal. Okay, kurzen Moment. Oh ja, perfekt. Reißt du denn die Wand wieder raus? Hä, hab ich ja gar nicht. Da mir fehlt doch ein Stück. Ey, die Schweine werden weg, mach die Ding dazu. Wie meinst du? Ja, warte doch, ich bin ja nicht so weit. Oh, unser Auto eskaliert. Nicht gut. Warum macht das denn sowas? Was machst du denn? Unser Auto eskaliert gerade. Was machst du? Ich mach gar nichts. Ja. Nee, das war nicht gut. Welche Schweine rennen denn weg? Es rennen da keine Schweine weg. Das, was hier ist tot, Mann. Oh. Ja, das ist tot. Jetzt steht's. Jetzt ist gut. Warte kurz. Tier. Ey. Unglaublich. Rampe bauen oder nicht? Warte noch kurz. Ja, nein! Wie jetzt? Ja, oder? Okay, dann ist gut. Du hast das nicht gemacht. Warte kurz. Komm da jetzt noch mehr Schränke hin? Komm her hier. Okay, passt. Und du? Die eine Seite rein, auf der anderen wieder raus, oder was? Nee, die machen wir wieder zu. Die machen okay. Wieder zu, die andere Seite. Glücklich. Warte, können wir hier noch ein Fenster? Nee, Fenster machen wir hier nicht rein. Hier machen wir eine ganz normale Wand, wollen wir hier bauen. Wand! Da ist er. Okay, perfekt. Dann müssen wir die Wand wieder bauen, das tut mir leid. So, pass auf, was jetzt passiert, Junge. Jetzt gehst du Fässer. Mach an den Scheißer. Mann! Moin! Jochen! Ibims! Tenne! Guck mal! Jochen! Ich hab's gesehen. Expresslieferung! Ja. Oh, da sind gerade zwei Würste rausgeploppt, Alter. Das sah ja witzig aus. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, hallo? Du spielst ja hier nicht mit irgendjemand. Jetzt können wir uns hier, Jochen, aufgrund deiner überragenden Arbeit, möchte ich dir mitteilen, dass dein Arbeitsbereich vergrößert wird. Hat zwar den Nachteil, dass du noch mehr Maschinen gleichzeitig bedienen musst, aber Jochen, du bekommst auch neue Schränke. Jochen, du hast richtig gehört. Noch mehr Schränke. Das ist ja toll. Und Jochen, ich baue dir sogar noch ein paar Tücher und da stellen wir die Kocher drauf. Da kannst du Milch machen und Käse. Oh. Ey, warte mal, gehen in die Schränke auch Käse? Da geht ja keine Käse rein. Das wär's. Weiß ich nicht. Scheiße, wo tun wir denn die Käsereifen? Im Haus? Oh nee. Ja, vielleicht geht das ja. Ja, den müssen wir probieren, ne? Ja, kauf mal Kühe. Kauf mal Käse. Nee, guck mal, ich hab Käse hier. Können wir erstmal. Warte mal, wir brauchen ein bisschen Tisch bauen. Wie hättest du denn deinen Arbeitsbereich. Hättest du deinen Arbeitsbereich gern neu aufgeteilt?
Ja. Also, dass du, dass man alles so an einem Ort hat? Ja, alles an einem Ort, genau, nicht alles. Na, geh, hilf, ey, Jochen, das konnte ich mir denken. Willst du nicht, okay? Doch, 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 finde ich super. Warte mal, gibt's Fliesentisch? Nee, gibt's nicht, schade. Ach, Fliesentisch mit Kurbel, was würde ich dafür geben? So, okay, dann machen wir Folgendes. Jetzt, das wird richtig geil, wird das. Jochen, das wird richtig geil. Ich vertraue dir. Ja, mach das. Wir müssen nur Holz holen, das ist das einzige Problem. Ja, bin schon dabei. Holzproduktion läuft schon wieder. Grüß Gott, so. Danke. Naja, Hühner, passt ja ungefähr. Ja. Was sagst du? Auch noch mehr Hühner. Ach nee. Habe ich dir gesagt. Oh, dieser Bagger da draußen, der macht mich wahnsinnig. Jetzt gerade hat man es einmal kurz gehört, ja. Die ganze Zeit. Und der ist so krummeltorig. Und da liegt mein Internet. Das macht mich wahnsinnig. Ich gehe jetzt auch mal raus. Ich werde mich jetzt, weißt du was? Ich werde so ein richtiger Scheiß-Nachbar. Ich werde so einer, der sich hinstellt, den ganzen Tag in das Loch mit reinklotzt. Kennst du die? Ja, ja. Ja, so eine mal. So, auf so einen mache ich jetzt. Warte mal, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube tatsächlich. Ja, doch, nee, das. Doch, 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 doch. Okay, dann machen wir das noch. Nee, das machen wir nicht weg. Ach, das war blöd. Okay. Jungs, wir haben es erstmal wieder geschafft. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das wird. Wie bitte? Ende? Ja. Waren auch nur 30 Minuten. Warum kann ich das jetzt hier nicht bauen? Was ist das denn? Hä? Kann ich die Seite hier zumachen? Ja. Und hier drinnen, komm mal rein. Ja. Den Tisch, die Tische kannst du auch bauen. Also die können wir auch bauen. Entschuldigung, aber ich brauch Platz. Ja. Will das Ding zurück, raus oder? Na warte, dann lass uns erst die Boxen und den Käse abladen. Wir müssten halt mal einen Tisch bauen, das wäre geil. Schulholz. Können wir den Käse drauflegen. Gut, wir sind aber erstmal fertig. Wir sind zur nächsten Folge wieder, meine Lieben. Lasst das Däumchen da, schaut bei den zwei Verrückten vorbei. Links in der Videobeschreibung. Ich hoffe, so diese sind ja ein bisschen XXL-Folgen mit 30 Minuten. Ich hoffe, das entschädigt so ein bisschen, dass halt wirklich nicht so viele Videos kommen. Aber es ist ein geiles Projekt, was wir auch noch länger machen wollen. Also da könnt ihr euch wirklich freuen. Wir wollen auch, freuen uns auch riesig auf die neuen Updates, die da kommen werden. Mit allem drum und dran. Und deswegen wollen wir da hier ganz entspannt an die Sache rangehen. Genau. Ja. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss.